Guten Morgen YouTube, wir haben es geschafft. Heute öffnet sich Türchen Nummer 24. Heute Abend ist der heilige Abend. Weihnachten steht vor der Tür. Schon mal von mir. Frohe Weihnachten, frohe Festtage und. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch haben schon vor einigen Tagen wissen können, was heute noch kommt, beziehungsweise was für heute noch übrig ist. Und zwar ein Honor 6. Nee, war ein Witz, natürlich andersrum gehalten, ein Honor 9 in der Farbe Blau. Das ist nicht von Honor gesponsert, das habe ich mir selber gekauft. Das war das Gerät, was ich für den Test vom Honor Cashback genutzt habe. Und dann bin ich nie zum Auspacken gekommen und da ich ja immer noch dieses mausgraue Honor 9 als Testsample habe, brauche ich ja das Blaue nicht wirklich. Wobei ich die Farbe echt schön fände. So, aber egal. Ich kriege keine gescheite Überleitung von Honor 9 der Farbe Blau auf den 24. oder Weihnachten hin. Vielleicht mit Blauen. Nein, lassen wir das. Das Ding ist heute drin. Bedeutet wieder für euch, nicht hier in das YouTube-Video kommentieren. Ich fasse es nicht, dass ich das immer noch oder jetzt heute. Nein, ich freue mich einfach, dass ich das zum letzten Mal sage. Sondern ihr kommentiert bitte drüben im Blog. Ich verlinke das unten auch nochmal, den Blogbeitrag. Und auch noch mal das Video für die ganze Faulenzkalender-Aktion, noch mal, wo alle Infos sind. So, ich bin jetzt zum Abschluss auch noch mal hingegangen und habe gerade mal, genau, das hier ist Papier. Bei sowas greift das Faultier auch immer wieder gerne zu Stift und Papier. Und habe einfach mal grob überschlagen, was das hier alles kostet. Dabei habe ich auch konservativ gerechnet. Es sind Pi mal Daumen, wenn einer raten möchte, alles zusammen. Zeug, was ich selber, wo ich Geld reingesteckt habe, das sind über 3.000 Euro. Und Zeug, was von Firmen ist, noch Testgeräte waren, was ich für, zum Beispiel auch für Konrad verlosen durfte und. Oder der Netgear Switch und. Da komme ich in Summe auch nochmal auf knappe 1.500. Macht in Summe 4.650 Euro. Selbst wenn wir da noch was abziehen, wir sind gut über 4.000 Euro. Hätte ich nicht gedacht. So, und damit möchte ich dann auch einfach sagen, damit ist jetzt einfach mal alles, was jemals hier noch offen war im Kanal, was ich sozusagen an die Community weiterreichen musste, durfte, wollte, sage ich einfach mal, da machen wir 2017 jetzt wirklich den Schnitt. Das war's, alles, was ich noch an Testgeräten habe oder sowas. Oder auch die Aufwandsentschädigung, die ich ja dieses Jahr auch noch geteilt hatte, beziehungsweise einige, wo bei einigen nur die Hälfte gespendet wurde und die andere Hälfte floss hier in diese Aktion rein. Auch damit wird sowas dann erst möglich. Ich hoffe mal, das ist auch in eurem Sinne, das ist ein vernünftiger Deal, dass wenn hier und da dann doch mal in einem Video steht, unterstützt durch oder Aufwandsentschädigung, dass ihr wisst, ne, die Kohle geht halt an andere. Und bleibt nicht bei mir. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Euch allen heute Abend und die nächsten Tage. Erholsame Tage, grusame Tage und habt einfach Spaß und freut euch und das soll es gewesen sein. Und ich freue mich jetzt wirklich, dass diese ganze Adventskalender-Aktion war ja sehr, sehr, sehr spontan, nicht durchgeplant. Das war, wie oft ich in der Nacht, ihr wisst das alles noch. So, ist ja auch egal, das war's. Mir hat es auf jeden Fall dann doch sehr viel Spaß gemacht. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.